Bei diesen beiden Gesichtern ist klar, worauf es jetzt hinausgeht. Ich bin wieder an der Tokyo Stock Exchange. Bevor ich aber die beiden hier befrage, was sie denn glauben, wie es heute aussieht, will ich noch mal einmal kurz an den Chart ranzoomen. Denn der Nasdaq, der sieht spannend aus nach unten, sehr scharf. Und das ist nur ein Zeichen hier, wie die amerikanischen Indizes im Moment nicht wirklich stärker aufbauen. Im Gegenteil, so eine scharfe Abwärtsbewegung ist eigentlich für charttechnischer toll. Wackelig nach oben würde eigentlich vermuten lassen, dass der Kurs nach unten weggeht, wir sowas mindestens nochmal bekommen und dann sind wir ruckzuck auch schon hier 7700 die Ecke und eventuell, jetzt habe ich da oben gezeigt, da unten gezeigt, hier in, irgendwo in der Ecke, also einfach das mal so ganz grob verlängern, aber triggern lassen. Trotz alledem, bullish sieht anders aus, das ist nicht wirklich überzeugend, was wir im Moment sehen. Was wir vielleicht heute noch an Nachrichten haben, was wir da noch brauchen, das will ich jetzt mal die beiden hier befragen, die jetzt hier schon in Startformation sitzen. Und dann wollen wir mal gucken, was die beiden zu sagen haben. Ich frage mal mit Mano-chan an. Hi. Hi, arigato. Ja, what is most important for you today? Ah, misete. Shall we ask Shimizu-san? Shimizu-san. Ah, okay, good idea. Okay, also wir sehen schon, wir sollen doch gleich lieber rübergehen. Sie ist nicht perfekt vorbereitet auf ein deutsches Interview, aber Shimizu-san, der weiß Bescheid. Shimizu-san, let us know what is most important for you today. Aber Shimizu, we have, like yesterday's market close, after the market closed yesterday, Texas Instrument, one of the major chip makers, announced their third quarter earnings. And which came below the market expectation, and they have cut their full year expectation. And one of the stories is that for 2019, when, if there is any, when the chip cycles will bottom out. It's been down cycle since the end or third quarter of 2018, and the people looking at coming into 2019 are still the latter half of the 2019 will see the bottom of the chip market. Well, Texas Instruments is basically saying it's not in sight. The bottom is not in sight. So we have a lot of chip companies down in the sympathy of a Texas Instruments itself is down at this moment on my screen close to 10%. Yeah, I have 8% down $10 at down 8%. That's pretty much lowest it can go, I guess. And other chip companies like Intel or Nvidia, they're also down. So Philadelphia sucks, you know, chip index is also down. And so we have technologies a little bit under the against the wind, to say the least, for the moment. And we'll see how it goes. This, by the way, is the reason why the Nasdaq is coming down so strongly and giving us a perfect impulse to the down move. So he's giving us a reason for that. That is the fundamental reasons. Yeah, well, you know, and well, you know, it might be different. Intel's going to they're releasing their numbers in a few days, and if they do come up and see, well, we see the bottom, the things will change real quickly. But for today, at least, we have heavy wind going through the chip sectors today. We might have a little bit of a heavy day for Nasdaq and U.S. stocks, but Everything have a moment, and this might be a good, well, you know, for those people who want to go into the market, well, this might be a good good opportunity. Well, but wait for a trigger, of course. Wait for the trigger, of course. Yeah, I wanted to hear that. Thanks. Yeah, well, good luck on trading, but you know, it's a volatile market, and this happens from day to day, I guess. But so, well, good luck on trading, and I will. I'll see where the chips are going today. Have a good trading. Thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir sind noch am Deutschlernen, deshalb muss ich das immer dann vom Englischen nochmal übersetzen, für die da nicht so ganz so firm sind. Er hat es nochmal auf den Punkt gebracht. Ich hatte ja den Nasdaq anfänglich gezeigt und er sagte eben, Texas Instruments hat gestern Zahlen veröffentlicht, ist selber um 8% gefallen, $10 circa, wenn ich das richtig gesehen habe, aber eben so um die 8% nach unten geschossen. Und das ist wirklich nicht ein Stärkebringer dann natürlich für den Hightech-Markt. Und er hat ein Thema angesprochen, viele haben davon geredet, Mensch, wir haben jetzt so ein bisschen so eine
Niedergang der Chipwerte. Wann kommt denn die Bodenbildung? Man hatte eigentlich erwartet, dass so Ende des Jahres da was passiert. Noch haben wir nicht das Ende des Jahres, aber gestern war zumindest dann auch schon mal zu hören, wenn wir ehrlich sind, wir erwarten das nicht, dass hier der Dreh kommt. Und Texas Instruments ist ja kein kleiner Player hier im Markt. Dementsprechend, wenn die schon andeuten, das wird wohl dieses Jahr nichts mehr, sind das keine guten Voraussetzungen. Wundern sollte uns das eigentlich nicht unbedingt, denn, wenn wir ehrlich sind, wenn die Trumpsche Politik sagt, also ihr dürft mit denen und denen nicht mehr zusammenarbeiten und vorsichtig geliefert werden in die Richtung auch nicht und passt mal auf, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwer, was das Ganze angeht. Noch dazu, Bitcoin ist auch erstmal der Hype weg, das wird Nvidia hart getroffen haben, das ist klar, das ist ja keine Neuigkeit mehr, aber da ist noch nicht wirklich der Ersatz gefunden worden dafür, dass man sagen kann, hey, jetzt dreht die Welt wieder auf. Und das kann natürlich jederzeit passieren. Charttechnisch, wie wir eben angesprochen haben, wird das im Moment zumindest mal noch nicht erwartet. Kann sich jederzeit ändern, wenn der Markt jetzt nach oben schießt. Ich hatte ja das pessimistische Beispiel gezeigt, dass er nach unten triggert und ausbricht. Das wäre dann eben die Möglichkeit für den Short, wenn er jetzt nach oben doch schießt. Kann ja alles passieren. Wir haben heute um 16 Uhr noch Zuckerberg in der Aussage vor dem US-Kongress zur Libra, zu der neuen Währung. Das auch ja ein Hightech-Thema ist, durchaus vielleicht noch spannend, wenn das positiv aufgenommen wird vom Markt, dann kann man Rücksätze auf der wackeligen Abwärtsseite dann natürlich für die Long-Seite nochmal nutzen. So, bevor wir jetzt hier in Schwärmen kommen und noch lange sprechen, machen wir an dieser Stelle Schluss, denn die Sendung geht in wenigen Minuten los und deshalb, please come close, both of you, and für euch alle einen wunderbaren, Entschuldigung, ich springe hier zwischen allen Sprachen hin und her, einen wunderbaren und erfolgreichen Handelstag. Macht's gut. Bye bye. Toi toi. Toi toi. Toi toi toi. Toi toi toi. Toi toi toi.